Warum wären Sie in dem bald startenden Kinofilm Vineta in der Hauptrolle besser gewesen als Peter Lohmeier? Wäre ich nicht. Peter Lohmeier macht es wunderbar und ich fand meine Rolle auch sehr schön. Also so wie es war, war es genau richtig. Warum würden Sie als Politiker scheitern? Weil ich zu wenig kompromissbereit wäre. Und als Politiker muss man vor allem kompromissbereit, um nicht bösere Wörter zu benutzen. Sie haben gesagt, Theaterspielen würde sich manchmal anfühlen wie ein Dauerorgasmus. Manche Stücke dauern bis zu 3 Stunden. Ist das nicht selbst für einen Orgasmus zu lang? In der Tat. Wann habe ich denn das gesagt? Das habe ich wahrscheinlich irgendwie... 1997, einfach, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, nein, das habe ich bestimmt als ganz junger Schauspieler gesagt. Da fand ich das cool zu sagen, Theaterspielen ist wie ein Dauerorgasmus. Das ist der Balla-Balla. Dafür schäme ich mich heute. Können wir es dabei belassen? Wir belassen es natürlich selbstverständlich. Ja, sehr entsetzlich. Was man so sagt. Altklug. Ja, aber da waren Sie ja dann schon... Naja, also... Ein keimender Intellektueller. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal einen Zeitungsartikel nicht richtig verstanden? Immer, wenn ich einen Wirtschaftsteil aufschlage. Mhm. Ich verstehe den Wirtschaftsteil prinzipiell nicht. Deswegen überblättere ich immer, um sofort zum Sport überzugehen. Sind Sie Hertha-Anhänger? Nicht so wirklich leidenschaftlich. Obwohl ich Lucien Favre toll finde. Der ist super. Den finde ich ganz toll. Also mit Lucien Favre könnte man... richtig zum Hertha-Fan werden. Aber noch bin ich es nicht, sondern nur, wie man so als Berliner sagt, Mensch, Hertha, du mach mal hinne. Mhm. Was können Zeitungsjournalisten, was Sie nicht können? Weil Sie so ein großer Zeitungsfreund sind. Schreiben. Sie können nicht schreiben? Nein. Schreiben keine Briefe? Doch, aber, naja, natürlich. Und ja, aber es macht mir keinen Spaß und ich könnte mich nie, wie mein Vater das beispielsweise getan hat, einfach auf Druck, wissend, dass er, sagen wir mal, in einer Dreiviertelstunde irgendeine Glosse abliefern muss, weil sonst die Druckerei einfach zugemacht hat, irgendeine was Witziges, Pointiertes, womöglich noch politisch Brisantes zustande zu bringen, das könnte ich einfach nicht. Mein Talent beruht vielleicht auf einem Sprachgefühl, so, aber ist ein völlig anderes als Sprache schriftlich niederzulegen. Ich gehe mit Sprache sehr gerne um und auch irgendwie bewusst um, wie gesagt, aber... ich bin kein Schreiber und deswegen finde ich Journalisten irgendwie auch toll. Ich finde es einen tollen, geradezu erotischen Beruf. Also es ist ein super Beruf, Journalist. Warum ist es Ihnen langweilig, weitere Preise zu gewinnen? Naja, das ist ja Balla-Balla. Her damit! Wenn Sie sich bei einer Preisverleihung bedanken, also Sie haben einen Preis bekommen, ja. Steht denn der Schauspieler Mattes oder der erfreute Ulrich auf der Bühne? Der erfreute Ulrich.